Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Der Krankenstand bleibt unverändert. Enrico Valentini, Sascha Traut, Matthias Bader fallen weiterhin aus. Ansonsten sind alle Spieler einsatzbereit. Wir haben Reutlingen beobachtet und wissen natürlich, dass das für Reutlingen ein ganz besonderes Spiel ist. Wird eine aggressive Mannschaft sein, die gut organisiert ist, die auch eine gute Vorbereitung bisher gespielt hat. Und nichtsdestotrotz sind wir natürlich der Favorit. Da brauchen wir auch nichts anderes zu erzählen, wenn da halt zwischen Oberliga und zweite Bundesliga sind halt Klassen dazwischen. Und das wollen wir natürlich auch zeigen. Dementsprechend wollen wir auftreten und nehmen diese Favoritenrolle auch an. Ich habe im Laufe der Woche schon gemerkt, dass sich was tut. So wie wir es auch erwartet haben, merkt man, dass die Spieler frischer werden, dass die Abläufe einfach besser passen. Und ich erwarte mit der Unterstützung unserer Fans ein gutes Spiel von uns und dass wir in die nächste Runde ziehen. Man ist ja da auf seine Beobachtung angewiesen. Es ist ja im Fußball nicht alles messbar, sondern man ist zum großen Teil auf seine Beobachtung angewiesen. Und das ist in den Abläufen, in diesen Zweikämpfen, merkt man einfach, dass Frische da ist, dass mehr Aggressivität da ist, dass die Abstände besser werden. Wir haben natürlich auch daran gearbeitet, nochmal an den Schwächen, die wir bisher gesehen haben. Und das waren ja sowohl Schwächen im Verteidigen als auch im Spiel nach vorne, hat ja beides betroffen. Und beides ist erkenntlich besser geworden. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.